Die Harry Potter Filmreihe hat viele von uns in unserer Kindheit und Jugend begleitet und geprägt. Das zeigt sich auch an den Einspielergebnissen, denn zusammengenommen haben die 8 Filme sage und schreibe 7,7 Milliarden US-Dollar eingebracht, was sie zu einem der erfolgreichsten Filmfranchises überhaupt macht. Natürlich strotzen die Filme rund um Harry, Ron und Hermine nur so vor versteckten Details und Anspielungen, weshalb wir heute für euch 10 versteckte Details in Harry Potter Filmen gesucht und gefunden haben. Es sei natürlich vorher gesagt, dass wir uns hier ausschließlich auf die Filme und nicht auf die manchmal abweichenden Geschehnisse aus den Büchern beziehen. Viele Potterheads haben sicherlich auch die 2016 gestartete Filmreihe Fantastische Tierwesen rund um den Zauberer Newt Scamander gesehen. Dass Scamander aber bereits einen Auftritt in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban hatte, werden die wenigsten von euch wissen. Tatsächlich kann man ihn auf der Karte des Rumtreibers, die Harry von Fred und George Weasley geschenkt bekommt, sehen. Ziemlich praktisch, denn mit dieser Karte sieht man den Aufenthaltsort jedes Zauberers in Hogwarts, so auch den des ehemaligen Hufflepuff-Schülers. Gut möglich also, dass sich Harry und Newt im 3. Teil auf den Gängen von Hogwarts über den Weg gelaufen sind. Den Grund für seinen Aufenthalt kennt man allerdings nicht. Entweder hat er als Alumni einfach mal wieder seine alte Schule besuchen wollen oder er hat Hagrid bzw. Dumbledore bei ein paar Problemchen geholfen. Man kann nur spekulieren. Als nächstes behandeln wir einen kleinen Streit zwischen Harry und Lucius Malfoy im 2. Teil Die Kammer des Schreckens. In dieser Szene wird Dobby nicht nur durch eine geschickte List von Harry befreit, nein, Lucius wird im Laufe des Gesprächs sogar so wütend, dass er kurz davor ist, ihn zu töten. Nachdem Harry immer weiter darauf herumreitet, dass Malfoy das Tagebuch von Tom Riddle in Ginnys Kessel versteckt hat. Er holt also seinen Zauberstab heraus, läuft wutentbrannt auf Harry zu und wenn man genau lauscht, kann man ihn leise den Anfang des Zauberspruchs Avada Kedavra sagen hören. Allerdings wird er durch Dobby unterbrochen und durch die Kräfte des Hauselfen zu seiner eigenen Überraschung zurückgestoßen. Schon ziemlich kleinlich, wenn man bedenkt, dass Malfoy Harry wegen einer Socke und einem Buch ins Jenseits schicken wollte, oder? Was gute Filme auszeichnet, ist natürlich nicht nur eine gute Storyline und spannende Charaktere, sondern vor allem auch das Setdesign. Besonders bemerkenswert ist die Konstruktion der großen Halle, in der die Hogwarts-Schüler ihr Essen zu sich nehmen. Zum einen ist jedes Essen, das man in den Szenen erkennen kann, echt. Zum anderen kann man in Harry Potter und der Orden des Phönix auch eine ziemlich witzige Anspielung auf die real existierenden Frühstücksflocken Cheerios erblicken. Als Harry, Ron und Hermine die große Halle entlanglaufen, sieht man auf der linken Seite neben Luna Lovegood und Cho Chang eine Schachtel Cheerios. Sogar das Logo der herstellenden Firma Lunfry kann man bei genauerem Hinsehen erkennen. Also wenn das kein liebevolles Auge zum Detail ist, denn den meisten von euch ist das bestimmt nicht aufgefallen. Die nächste Szene ist zwar nicht allzu plotrelevant, aber dennoch witzig, wenn man sie sich vor Augen führt. Im 1. Teil, als die Schüler in der großen Halle ihre Post von den Eulen bekommen, bekommt Neville Longbottom von seiner Großmutter ein Erinner-mich-Geschenk. Besserwisserin Hermine bindet natürlich direkt allen auf die Nase, was genau das ist, nämlich ein kleines Glasgefäß, das sich mit rotem Rauch füllt, wenn der Besitzer etwas vergessen hat. Kaum hört sie auf zu reden, schon tritt genau das ein und Neville kann sich keinen Reim darauf machen, was er vergessen haben könnte. Dem Zuschauer fällt durch die Kameraeinstellung natürlich auf, was Neville als einziger im Raum vergessen hat, nämlich seinen Umhang. Das ist zwar nichts wirklich Relevantes für die Story, aber ein kleines Detail, das Freude macht. Als nächstes möchten wir euch einen kleinen, aber feinen Filmfehler aus Harry Potter und der Halbblutprinz verraten. In einer Szene kann man einige Todesser dabei beobachten, wie sie eine der bekanntesten Brücken Londons, die Millennium Bridge, samt den Passanten auf ihr zerstören. Ein Fehler ist dem Filmemacher allerdings unterlaufen. Denn die Millennium Bridge wurde, wie ihr Name schon verrät, im Jahr 2000 eingeweiht, während die Geschehnisse im Film in den 1990er Jahren spielen. Ein ziemlich komischer Fehler, den J.K. Rowling in ihrer Buchreihe übrigens nicht gemacht hat, denn dort ist die Rede von einer fiktionalen Brücke in London und nicht von der Millennium Bridge. Die Bücher sind aber auch einfach besser. Ein recht amüsantes Detail haben wir im sonst ziemlich düsteren Harry Potter und der Orden des Phönix gefunden. Als sich Harry und Arthur Weasley gemeinsam zum Zaubereiministerium begeben, hilft Harry dem eher unbeholfenen Mr. Weasley beim Zurechtfinden in der ziemlich turbulenten Londoner Innenstadt. Als sie schließlich an einer der markanten Telefonzellen vorbeikommen, betreten sie diese und Arthur wirft schnell ein paar Münzen ein und wählt die 62442.
Ein Detail, das im Buch zugegebenermaßen etwas besser zur Geltung kommt. Wie dem auch sei, auf einmal setzt sich eine Art im Inneren der Telefonzelle in Bewegung und befördert die beiden schnurstracks ins Zaubereiministerium. Die Zahlenkombination ist natürlich, wie so vieles in der Filmreihe, nicht zufällig so, wie sie ist. Denn die Kombination 62442 würde auf einer Telefonzifferntastatur eingegeben das Wort Magic bedeuten. Ganz schön fahrlässig, so ein einfaches Passwort zu wählen, wenn man bedenkt, dass das der Besuchereingang des Zaubereiministeriums ist. Ein ganz nettes Detail, oder? Bereits im ersten Teil trifft Harry auf den sehr erfahrenen, aber auch sarkastischen Lehrer für Zaubertränke, Snape. In der ersten Unterrichtsstunde bei ihm wird Harry von seinem Lehrer eine Reihe an schwierigen Fragen gestellt. Darunter ist unter anderem auch die Frage, was kommt dabei heraus, wenn ich einem Wermutsaufguss geriebene Aphodilwurzel beifüge? Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Betrachtet man diese Frage aber im Kontext viktorianischer Blumenlehre, so steht Aphodil für eine Liliengattung und heißt im übertragenen Sinne, mein Bedauern folgt dir ins Grab, während Wermut oft mit Verbitterung in Verbindung gebracht wird. Kurz gesagt bedauert Snape mit dieser Frage schlicht und ergreifend den Tod von Harrys Mutter Lily, deren Name alleine schon mit der Lilie in Verbindung gebracht werden kann. Die Begegnung Harrys mit dem Spiegel Nehegab im ersten Teil ist wohl eine der ersten mit einem magischen Objekt überhaupt. In der rührenden Szene sieht Harry, wie seine Eltern neben ihm stehen und stolz lächeln. Anfangs denkt er noch, er könne irgendwie durch den Spiegel kommunizieren und ruft Ron herbei, der jedoch etwas völlig anderes im Spiegel sieht. Später erklärt Dumbledore Harry, dass der Spiegel seine Eltern gezeigt hat, da Nehegab immer das tiefste Verlangen eines Menschen zeigt. Darauf hätte Harry eigentlich sogar schon früher kommen können, denn in einer Kameraeinstellung der Szene kann man relativ klar erkennen, dass Wörter in den Rahmen eingeritzt sind. Was anfangs nach ziemlichem Blödsinn aussieht, ergibt bei genauerem Betrachten dann doch Sinn, denn spiegelverkehrt gelesen steht da frei übersetzt: Ich zeige dir nicht dein Gesicht, sondern was dein Herz begehrt. Seid ehrlich, das ist euch beim Schauen nicht aufgefallen, oder? Ron und Hermines Beziehungsentwicklung im Laufe der 8 Filme ist manchmal ziemlich amüsierend anzuschauen. In Der Gefangene von Azkaban wird enthüllt, dass Hermine die Fähigkeit besitzt, durch die Zeit zu reisen. Aber bereits vorher gibt es einige Szenen, in denen Ron der Einzige ist, dem auffällt, dass Hermine manchmal plötzlich auftaucht bzw. plötzlich verschwindet. Zu sehen ist dann ein zunehmend verwirrter Ron, der einfach nicht dahinter kommt, wieso Hermine manchmal einfach plötzlich da ist. Zum einen zeigt das natürlich schon früh in der Filmreihe, dass Ron ein ganz besonderes Auge auf Hermine geworfen hat. Zum anderen ist das aber auch gleichzeitig eine frühe Anspielung auf Hermines Geheimnis. Als Harry das allererste Mal Blickkontakt mit Snape hat, tut seine Narbe sichtbar weh. Der Zuschauer vermutet, dass das der Fall ist, weil Snape ihn angesehen hat. Allerdings liegt der wahre Grund darin, dass Quirrell genau in diesem Moment seinen Kopf dreht. Wie sich später herausstellte, lebte Lord Voldemort auf der Rückseite von Quirrells Kopf und das ist auch der wahre Grund, weshalb Harrys Narbe genau in diesem Moment schmerzt. Er wurde von Voldemort beobachtet. Snape bekommt natürlich mit, dass Harrys Narbe schmerzt und dreht sich deshalb leicht zu Quirrell um. Ab diesem Moment an behält er Quirrell im Auge, weil er ihn verdächtigt, dass er mit dem dunklen Lord zusammenarbeitet. So, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Kinocheck Originals Episode. Welche versteckten Details kanntet ihr schon, beziehungsweise welche hättet ihr euch noch gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.